Hallo Freunde, heute schauen wir uns die Bewertung von freien Antivirenprogrammen an. Bei der Erstellung des Ratings haben wir die Meinung professioneller Labors zum Testen von Virenschutzmitteln, seriöse IT-Veröffentlichungen und unsere eigenen Erfahrungen bei der Verwendung berücksichtigt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Auf dem fünften Platz werden wir 360 Total Security setzen. 360 Total Security ist ein recht beliebtes Antivirenprogramm der chinesischen Firma QEHO 360. Dieses Produkt kombiniert ein Antivirenprogramm und ein Programm, um das System zu optimieren und den Computer von Müll zu befreien. Neben der Windows-Plattform werden Lösungen für Mac, iOS und Android-Systeme angeboten. Das Dienstprogramm verfügt über einige zugängliche und benutzerfreundliche Oberflächen. Nach dem Start müssen Sie den Test ausführen und warten, bis er abgeschlossen ist. Antivirus gibt Empfehlungen zur Beseitigung gefundener Bedrohungen, zur Optimierung von Windows und zur Bereinigung des Systemlaufwerks. Sie können selbst auswählen, welche Aktionen bestätigt werden sollen. Zusätzlich wird mit dem Antivirenprogramm ein Plugin in Internetbrowsern installiert, das den Benutzer während der Arbeit mit dem Internet schützt. Zu den Nachteilen dieses Produkts gehört die enorme Menge an Werbung, die das Antivirenprogramm während der Installation des ersten Starts und der Arbeit mit dem Programm bietet. Den vierten Platz belegt Avira Free Antivirus. Avira bietet seinen Benutzern eine Komplettlösung für Virenschutz, Datenschutzoptimierung der Systemleistung und alle diese Produkte separat. Die Produkte des Unternehmens sind für jede Plattform verfügbar, Windows, Mac, iOS und Android. Während der Installation des Antivirenprogramms werden automatische Erweiterungen für Browser installiert, die Schutz im Internet bieten. Um die Anonymität im Netzwerk zu gewährleisten, können Sie Avira Phantom VPN verwenden. Nach der Installation wird automatisch ein umfassender Computerschutz aktiviert, den Sie nicht konfigurieren müssen. Um einen bereits infizierten Computer zu beheben, klicken Sie auf die Schaltfläche Systeme überprüfen. Avira scannt die Registrierung sowie lokale und Wechseldatenträger, überprüft die aktuellen Prozesse und sucht nach Rootkits. Zusätzlich zum Echtzeitschutz können Sie den Start eines geplanten Scans mit Hilfe des Schillers konfigurieren. Infizierte Objekte werden unter Quarantäne gestellt, von wo aus Sie sie dauerhaft löschen, zur Forschung an das Avira-Labor senden oder an Ihrem ursprünglichen Ort wiederherstellen können. Zu den Nachteilen dieses Produkts gehört die geringe Scan-Geschwindigkeit, obwohl das Antivirenprogramm das System nicht stark belastet und Sie während der Behebung weiter am Computer arbeiten können. Überprüfen Sie bei Bedarf schnell das System und führen Sie die Behebung durch. Es ist besser, ein anderes Produkt zu verwenden. Den dritten Platz belegt AVG Antivirus. Das Unternehmen AVG bietet Benutzern einen kostenlosen Virenschutz für Computer und arbeitet im Internet und per E-Mail. Das Dienstprogramm kann Dateien zuverlässig löschen. Antivirus ist sowohl für Benutzer von Windows als auch für Mac- und Android-Geräte verfügbar. Besonders hervorzuheben ist die einfachste Schnittstelle des Geräts mit einem Design im Stil von Metro-Anwendungen. Nach der Installation startet das Programm und aktiviert den Schutz automatisch, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Um den Scan-Vorgang zu starten, klicken Sie auf Antivirus Free und dann im folgenden Fenster auf Computerscan, um das System zu optimieren, die Privatsphäre zu schützen und das Surfen im Internet zu sichern, werden kostenpflichtige Dienstprogramme für PC, TuneUp, Secure VPN und Web TuneUp angeboten. Jeder von ihnen kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden.
Dieses Antivirenprogramm belegt aufgrund der großen Beliebtheit und der beeindruckenden Funktionen der kostenpflichtigen Version den dritten Platz. Laut allen seriösen Veröffentlichungen gehört es auch zu den Top-Antivirenprogrammen. Die Funktionen der kostenlosen Version sind sehr eingeschränkt. AVG bietet in der kostenlosen Version keinen computeroptimierten und Datenschutz im Internet. Wir geben Avast Antivirus den zweiten Platz in der Bewertung. Avast Virenschutzprogramme sind für Windows, Mac, Android und iOS-Plattformen verfügbar, sodass ein einziges Ökosystem alle Geräte schützen kann. In der kostenlosen Version des Programms stehen zur Verfügung Virenschutz, die Möglichkeit einer Startdiskette auf einer CD oder einem USB-Laufwerk für den anschließenden Start und die Behandlung des Computers zu erstellen, Überprüfung von Wi-Fi-Netzwerken auf Schwachstellen, ein Programm zum Verwalten von Passwörtern, vertraulicher Internetmodus, Systemoptimierung und Datenträgerbereinigung aus Müll. Spielmodus zum Deaktivieren der Antivireninterventionen. Nach der Installation des Virenschutzprogramms wird der Schutz automatisch aktiviert und erfordert keine zusätzlichen Einstellungen. Nach dem Start bietet das Programm einen einmaligen vollständigen Scan, um Sicherheits-, Datenschutz- und Leistungsprobleme zu finden und zu beheben. Klicken Sie auf Smart Scan ausführen. Nach dem Scan bietet das Programm an, alle Probleme zu beheben, die mit der Schaltfläche alle Löschen gefunden wurden. Unserer Meinung nach liefert das Dienstprogramm nicht genügend Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Die Meldung von festgestellten Problemen ist nicht sehr informativ. Das Antivirenprogramm belegte aufgrund seiner externen Zugänglichkeit für jeden Benutzer mit sehr breiten Funktionen den zweiten Platz in der Bewertung. Alle Arbeiten beschränkten sich im Wesentlichen auf das Drücken von zwei Tasten. Führen Sie den Smart Scan aus und lösen Sie es. Kaspersky gilt als das beste kostenlose Antivirenprogramm. Kaspersky Antivirus gehört in den meisten Fällen zu Recht zu den Top 3, wenn unabhängige Überprüfungen auf der ganzen Welt durchgeführt werden. Leistungsstarke Schutztechnologien, eine riesige Benutzergemeinschaft, die ständig das Auftreten neuer Bedrohungen signalisiert, garantieren zuverlässigen Schutz. Antivirus ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Auf diese Weise können Sie ein einziges Ökosystem erstellen, um alle Ihre Geräte zu schützen, Erweiterungen in Browsern installieren, die ein sicheres Surfen im Netzwerk ermöglichen. Zusätzlich zum kostenlosen Antivirenprogramm wird Kaspersky Secure Connection installiert, ein kostenloser VPN-Dienst zum Schutz der Privatsphäre im Internet. Gehen Sie nach dem Starten des Programms zum Scan-Bereich und klicken Sie auf Scan ausführen. Das Dienstprogramm scannt den Speicher und das Dateisystem des Computers und der angeschlossenen Geräte. Im kostenlosen Modus bietet das Programm Dateisystemschutz, Web-Antivirus, E-Mail-Schutz und Internet-Messenger. Das Antivirenprogramm ist für einen vollständigen Systemscan nicht sehr schnell, aber Sie können im Hintergrund damit arbeiten. Diese Bewertung enthält keine Antivirenprogramme wie Bitdefender, Panda Free Antivirus und SonAlarm Free Antivirus, da diese nicht ausreichend lokalisiert sind. Programmoberfläche, Website, technischer Support. Das in Windows 10 und Microsoft Security Essentials integrierte kostenlose Windows Defender Antivirenprogramm ist nicht in der Bewertung enthalten. Windows Defender standardmäßig ist es Teil von Windows 10, daher ist es einerseits außer Konkurrenz. Andererseits stellt sich manchmal Fragen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Systemleistung und die Gesamtleistung. Ja, und können wir es als Antivirenprogramm betrachten? Welcher Antivirus wird eurer Meinung nach den ersten Platz belegen? Und wie ihr euren Computer schützt? Schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und Daumen hoch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Glück